Hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Heute geht es von Gethheim nach Mechenried. Ja, schön. Liegt wo? Na hier, im Kreise Haßberge, rot markiert, im grünen Frankenländle. Heute ein Teil Bayerns. Zur Gesamtübersicht, hier sehen wir Deutschland, mit den heutigen Bundesländern und grau markiert, da spielen Roberts Geschichten. Rot, Haßberge, da sind wir heute. Die Geschichte indes, die reicht ja zurück bis weit in die frühchristliche Zeit. Erzbistum Mainz wird gegründet. Es folgen Reichsabtei Fulda, Fürstbistum Würzburg. Und diese geistigen Fürstentümer, die haben auch weltliche Besitzungen. Es gibt natürlich auch die weltlichen Herren, wie zum Beispiel Grafen von Henneberg. Und wo Weltliches und Geistiges aufeinander trifft, da gibt's Interessenskonflikte. Handel, Zoll, Wandel. Städte und Dörfer gehörten ja auch den Fürstbistümern. Und da bleibt's nicht aus, dass man sich halt mal in die Wolle gerät. Denn Recht muss Recht bleiben. Und man ging vor Gericht, doch vor Ort Fakten schaffen ging schneller. Doch hier ist unser erstes Ziel Gethheim und liegt friedlich am Main. Hier seht die schöne Kirche. Efeu bestanden die ehemaligen festen Kirchhofmauern. Die Auseinandersetzungen waren immer nur sehr kurz. Einige hundert bewaffnete Ritter, Adlige in den Diensten der Herren mit den leibeigenen Bauern in Waffen. Kommen wir später gleich noch dazu. Die Kirche hier, neu erbaut 1768, also in der Bauzeit des Barock. Doch von den festen Kirchhofmauern findet man noch die Basis. Der Kirchhof hier noch als Friedhof benutzt, oftmals nicht mehr, sehen wir später. Aber ab und zu begegnen uns, richtig, ganz schön starke Mauerzüge. Bis zu 15 Schuh hoch, also 5 Meter hoch, waren diese festen Kirchhofmauern der Kirchenbogen. Doch hier in Gethheim, da ist nur noch die Erinnerung daran geblieben. Schauen wir doch mal weiter nach Obertheres. Hier, gleich ein Stück weiter, gehen Haßfurt. Da gibt es ja einen eigenen Beitrag von Haßfurt. Aber das nur nebenbei. In Obertheres. Schöne Fachwerkhäuschen, eine kleine Pension. So wie früher. Ja, viel Raum hat es nicht. Aber ein Brunnen. Ziehbrunnen, der ist jetzt auch aus dem 18. Jahrhundert restauriert. Ortsgeschichte, Tradition, was erhalten ist, das wird hochgehalten. Die katholische Pfarrkirche, ein Neubau des 19. Jahrhunderts im klassizistischen Stil. Doch wir sehen hier, die Marienkapelle, 1722 wurde sie überwiegend neu aufgeführt, auch sie von festen Mauern umgeben. Es gab hier eine Abtei, die vom Bamberg gegründet wurde. Viel ist davon nicht mehr vorhanden, doch die Kirche, sie zeigt noch die einen oder anderen Reste und hier das Wappen. Ein Allianzwappen. Sachsen hatte hier auch seine Finger drin. Es geht weiter zu unserem nächsten Ziel. Wülfingen. In Wülfingen, ja, da sehen wir noch die Kirchhofmauer. Was für eine übrig ist, ein bisschen stärker. Hier der Kirchhof, noch in Nutzung. Und seht, hier ist die Mauer noch gute 8 Schuh hoch. Die Hälfte ihrer früheren Höhe zieht sich rings um den Kirchhof herum. Ja, und da kann man auch erkennen, ihr seht, steil zieht sie sich hoch. Das war doch sehr umständlich. Natürlich, aber musste sein. Hier sehen wir mal ein Beispiel aus der Wirklichkeit. Wir sind hier in Kleinlangheim, auch in Franken. Da sehen wir ein Relief aus dem 16. Jahrhundert. Das sind Ortsbewohner, also Bauern, Leibeigene in Waffen und Wehr. Ja, die mussten die ganze Suppe auslöffeln, unter der Führung des Dorfschulzen. Ihr seht, in Waffen und Wehr heißt, sie hatten Armbrust, Schwert, auch eine Hackenbüchs. Der rechts mit der Armbrust, in der Mitte der mit der Hackenbüchs, Feuerwaffen. Das ist schon im 16. Jahrhundert. Und hier der Dorfschulze, Bürgermeister, das war mehr in den Städten, er war dafür verantwortlich, dass auch die Ortsbewohner immer schön das Eigengut des Ortsherrn verteidigten. Doch Friede kehrte wieder ein. Hier sehen wir das Wappen vom Fürstbischof.
Johann Philipp II. Von Greifenklau aus dem 18. Jahrhundert. Die Kirche wurde neu gebaut. Fürstbistum Würzburg ist das. Der Kirchturm indes, der ist älteren Datums, stammt aus der frühen gotischen Zeit, 13. bis 14. Jahrhundert, mittlerweile durch Strebepfeiler, wie wir sehen hier in der Ecke links, ein wenig stabilisiert, doch die Kirche selbst ein Neubau. Unser nächstes Ziel, Mariaburghausen, gleich vor Haßfurt. Ein Zisterzienserinnenkloster, ehemalig. Beeindruckend, die Klosterkirche, nicht? Stammt aus der späten romanischen Zeit, 13. Jahrhundert, wurde dann aufgehoben im Rahmen der Reformation 1582 und hatte verschiedene Nutzungen. Es war Speicher, dann wieder Kirch, heute wieder, Gott sei Dank, auch Kirch. Da wir sehen auch gotische Einflüsse, da wurde die Kirche stark umgebaut, also im 15., frühen 16. Jahrhundert. Gotisch auch das Chor, neu und größer angebaut, doch hier seht Reste einer starken Mauer. Einst war auch das ganze Kloster von einer wehrhaften Mauer umgeben. Auch Klöster wurden nicht ausgenommen. Doch, wie dem so ist, Reste der Klostergebäude, heute noch in Nutzung für das umfangreiche Gut, das noch dabei ist. Speichergebäude, die sehen aber auch recht massiv aus. Jetzt geht es nach Uchenhofen, ein wenig im Norden von Haßfurt. In Uchenhofen? Ja, eine Kirche. Allerdings nicht mehr ganz so alt vom Baubestand. Ein spitzer Kirchturm, eine sogenannte echter Spitze, krönt den Kirchturm. Es wurde im 16. Jahrhundert neu gebaut unter Fürstbischof Julius Echter von Würzburg. Der betrieb Gegenreformation, um den Protestantismus ein wenig hinauszubringen. Doch 1945 wurde die Kirche und der ganze Ort zusammengebombt. Daran erinnert diese Tafel. Also wir sehen hier meistens Wiederaufbauten. Wenig Altes ist erhalten. Es geht weiter nach Römershofen. Wie sieht's denn da aus? Ist da auch alles Nachbau? Oh, das sieht aber noch richtig original aus. Ein gotischer Chorturm, erkennbar an dem spitzbogigen Fenster unten im Geschoss. Der Kirchturm aus dem 15. Jahrhundert, einen älteren ersetzend. Schlitzscharten in den Mittelgeschossen, doch unterhalb des Fachwerks. Fensterartige Luken für Feuerwaffen, für Hackenbüchsen. Die Kirche indes 1703 mit dem Wappen des Hauses Sachsen-Coburg. Ja, da kamen auch Einflüsse aus dem Sächsischen. Das ist ja nicht weit entfernt. Ne? Doch seht den Kirchturm, da kann man es richtig ablesen. Mittelgeschosse, senkrechte Schlitzscharten, meist für die Armbrust. Dann wurde aufgestockt, ja, dann kamen die Feuerwaffen dazu. Weitreichender waren die. Und ganz oben ein relativ neues Läutgeschoss aus dem 18. Jahrhundert. Hier sehen wir der Kirchturm, 1492 erbaut. Die 4, das ist diese halbe 8. Ja, und wir kommen nach Mechenried, dem letzten Ziel unserer heutigen kleinen Reise. Oh, zwei Kirchtürme. Nicht ganz, aber das sind doch... Nein, genau hinschauen. Das ist jetzt ganz interessant, denn heute Gebäude umstanden, war die Kirche natürlich früher frei, damit man freies Schussfeld hatte. Hier sehen wir schon das Langhaus in Barock. Also hier keine feste Kirchhofmauer, die ist abgetragen. Ah, hier, richtig. Das war ein Torturm. Das heißt, es ist ein Torturm, natürlich jetzt mit freiem Durchgang, aber auch hier... Schießscharten in den Mittelgeschossen, oben dann aufgestockt, später für die Feuerwaffen, 15. bis 16. Jahrhundert. Im Hintergrund praktisch der Kirchturm. Die Zwiebelhaube, die hintere Welsche Haube, sind natürlich barocker Natur. Ihr seht, das war früher eben ein Wehrturm, der die Kirchenanlage zusätzlich beschützte. Schwere hölzerne Doppeltore, wahrscheinlich mit Fallgatter. Wenn möglich ein Graben um die ganze Anlage. Ja, schwer befestigt war das. Musste natürlich von den Ortsbewohnern unterhalten werden. Doch hier seht ihr die Rückseite des Torturms. Oben ein alter Eingang. Hier sehen wir noch Ansätze der Kirchhofmauer. Jetzt hier so als schwarzes Dreieck ablaufend.
Dann gelangen wir erst in den Kirchhof. Da ist natürlich jetzt wenig von den wehrhaften Einrichtungen erhalten. Nur noch geringe Reste der einst festen Kirchhofmauer. Auch hier 15 Schuh hoch, das berühmte Maß, plus minus, aber das kann man so als Richtwert nehmen. Der Kirchturm indes, barock modernisiert, wie auch die Kirche. Es blieb nicht aus, denn wir hatten ja schon mal die Gegenreformation erwähnt. Hier seht 1614 mit dem Wappen des Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischof zu Würzburg. Das ist sein richtiger Titel. Und Herzog von Franken, bitte. Entschuldigung, ja. Also, Gegenreformation. Hier ist eine kleine Texttafel, die sagt, dass der gute Bischof Julius, man nennt ihn noch heute so, die wahre Religion, den Katholizismus, wieder einführte. Ein wenig später finden wir dann hier auch eine Kartusche mit Johann Philipp II. Von Greifenklau. Wir hatten ihn ja schon vorher gesehen. Auch wieder farbig. Links oben der Frankenkamm, rechts unten die Sturmfahne und sein Familienwappen. Bewegte Zeiten. Doch unser kleiner Ausflug ist für diesmal dem Ende nahe. Ein kleiner Hinweis sei noch gegeben. Dies ist ein Beitrag der Serie 3. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schaut doch bei Gelegenheit mal rein. Hiermit hat diese Geschichte ihren Abgang erreicht. Dann...